Gut, dann legen wir los. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Keynotes 2023. Wir haben in diesem Jahr 21 Vorträge für Sie vorbereitet und davon 6 externe Vorträge. Mit knapp 3000 Anmeldungen haben wir bereits fast 1000 mehr Anmeldungen im letzten Jahr. Mein Name ist Andreas Hofer, ich bin der Geschäftsführer der Axalia und sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Vorträge für Sie haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie es auch heute weitergeht. Wir haben noch mehr Vorträge für Sie vorbereitet. Der große Vorteil ist, Sie können mit dem gleichen Anmeldelink auch die anderen Vorträge besuchen. Es geht um 10 Uhr nach diesem Vortrag weiter mit den Neuerungen im Revit 2024. Um 11 Uhr starten wir mit der Revit Project Box. Das ist natürlich sehr interessant für alle, die aus dem Bereich Gebäudetechnik kommen. Um 12 Uhr haben wir einen weiteren BIM-Fit-Vortrag für Sie. Da geht es also um das Thema Ausbildung und Zertifizierung. Um 13 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie in der TGA mit BIM noch effizienter starten können. Um 14 Uhr haben wir etwas für die Kunden im Bereich Infrastruktur. Dort zeigen wir Ihnen also Civil 3D und InfraWorks, wie Sie im Bereich Entwurf und Planung und Visualisierung besser vorankommen. Um 15 Uhr, das lege ich Ihnen ganz fest ans Herzen, zeigen wir Ihnen das Revit Parameter Tool, ein neues Tool von der Auxale, wie Sie noch mehr aus Ihren Revit-Modellen herausholen können. Um 16 Uhr machen wir den Sprung in die Autodesk Construction Cloud. Da zeigt uns der Max, wie das Zeitmanagement und die Bauvorschriftsüberwachung noch verbessert werden kann. Und um 17 Uhr, für diejenigen, die sich im Bereich Anlagenbau interessieren, zeigen wir Ihnen unsere Plan-Tools. Jetzt aber starten wir mit dem Titel, den Sie auch schon sehen, das Thema BIM Fit. Dort wird uns also die Angelika und die Annette durch die Session führen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei den Vorträgen und dir, liebe Annette und Geli, ebenfalls gutes Gelingen. Und ich melde mich dann morgen in der Früh wieder und hoffe, dass ich auch den einen oder anderen wieder vorfinden kann. Viel Spaß und schönen Tag. Ja, danke. Ja, danke, Andi. Ja, wie Andi schon gesagt hat, wir starten mit unserem ersten Vortrag der Keynotes 2023 aus dem Bereich BIMFIT und zwar zum Thema IFC, wie Sie auch in Open-BIM-Projekten gut mitarbeiten können und alles im Griff behalten. Und den ganzen technischen Part übernimmt die Kollegin Angelika Schoti. Gili, willst du dich kurz vorstellen? Ja, moin aus Hamburg. Und ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Angelika Schoti. Ich bin seit Anfang 2020 bei der Auxalia als BIM-Consultant und jetzt als Quality Assurance tätig. Ja, ich komme aus der Gebäudetechnik und ich liebe die Gebäudetechnik, muss ich ehrlich sagen. Das merkt man dann auch immer in meinen Vorträgen. Und ja, ich bin auch Ansprechpartnerin bei uns im Bereich für IFC und für das Parameter-Tool. Und ich werde Sie heute so ein bisschen durch den Vortrag begleiten. Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Thema werde ich meine Kollegin immer mit dazu holen. Aber ja, wichtig ist jetzt am Anfang für Sie, Sie können Fragen stellen und ich finde das immer ganz wichtig, dass Sie das dann hier mit dieser Chat-Funktion machen. Klicken Sie auf den Chat, stellen Sie Ihre Fragen im Hintergrund, versuchen unsere Experten, die mit dabei sind, auch die Fragen zu beantworten. Oder zum Schluss haben wir auch eine kleine Runde oder ein kleines Zeitfenster. Wenn ich das ganze Kontingent nicht wieder bis zum Ende ausreize, dann können wir auch da noch gerne ein bisschen die eine oder andere Frage beantworten. Genau, ich Genau, behalte die meine im Agenda. Überblick, ne? Genau, super. Ja, meine Agenda heute ist kurz und knapp. Nein, tatsächlich, ich habe eine kurze Agenda. Ich will am Anfang so ein bisschen mit Ihnen zusammen mir mal die Neuerungen angucken in Bezug auf IFC, gerade aus Revit 23 und jetzt auch mit 24. Was gibt es da Neues? Weil in 23 gab es doch schon eine große Änderung und viele Kunden wissen es immer noch nicht. Ich merke es in den IFC-Schulungen oder auch im Support, dass ich da dann eben halt nochmal zeige, was hat sich da eigentlich überhaupt gemacht im Revit, ne? Und ja, der zweite Teil ist, das ist ein kleiner Eisberg. Und zwar, wir gucken uns den Anwendungsfall der Schlitz- und Durchbruchsplanung an, aber das Ganze mal Open BIM. Wir sind natürlich nativ mit unserem Magic Openings Transfer relativ gut aufgestellt. Das wissen Sie auch. Kunden, die da eben halt diesen nativen Workflow gerne sich nochmal angucken wollen. Mein Kollege Nico, der hat am Freitag den Vortrag um 9. Da empfehle ich natürlich auch, dass man sich das mal anguckt, wie man nativ die Schlitz- und Durchbruchsplanung in Revit sehr gut durchführen kann. Und das ist eigentlich auch der Workflow, den ich präferiere. Aber klar, IFC müssen wir uns angucken und dann kommt auch noch das Thema BCF ein bisschen mit ins Spiel. Und dann will ich Ihnen einfach mal zeigen, wie man das Ganze auch Open BIM umsetzen könnte.
Es gibt natürlich viele Wege nach Rom. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der Weg, der direkt nach Rom führt. Nein, aber es ist eben halt ein Weg und den sollten Sie dann vielleicht auch kennenlernen. Genau. Ja, die wichtigste Frage, das ist ganz witzig, meine Kollegin und ich, wir haben uns so ein bisschen unterhalten im Vorwege, was machen wir bei dem Vortrag? Und ich habe immer so Fragen gestellt, ja, oder ich habe ihr so ein bisschen erklärt, dass die Kunden viel fragen, ja, wie geht das? Oder ich bin mir noch nicht so sicher. Und dann meint Frau Pöhlmann, lass uns doch hier diesen Slogan, kannst du schon oder probierst du es nochmal versuchen mit einzubinden? Und das ist das Erste, was ich von Ihnen vielleicht auch mal ganz gerne wissen möchte. Können Sie es denn schon? Und zwar meine ich mit können Sie schon, ich ziehe es auf IFC, weil IFC ist natürlich auch eine bestimmte Sprache oder eine Datenstruktur und IFC ist kein Knopfdruck. Und deswegen habe ich hier so eine kleine Umfrage hinterlegt. Diese Umfrage, den Link hier, das ist so ein kleiner Link, den poste ich jetzt mal für Sie alle im Chat. Da können Sie jetzt mal alle mit reingehen. Und zwar werde ich das hier einmal platzieren. Und ich würde Sie dann bitten, klicken Sie doch einfach mal hier auf diesen Link rauf. Und nehmen Sie mal kurz an der Umfrage teil, weil es ist vielleicht auch für die anderen Teilnehmer ganz interessant. Ja, wie ist denn momentan bei Ihnen der Standpunkt? Können Sie denn schon IFC? Sprechen Sie schon IFC oder probieren Sie es noch? Und die zweite Frage ist, haben Sie auch OpenBIM-Anforderungen im Anwendungsfall Schlitz- und Durchbruchsplanung oder dürfen Sie nativ arbeiten? Das ist einfach, was mich und uns hier unheimlich interessiert. Und ich würde Sie einfach mal bitten, dass Sie mal den Link kurz einmal anwählen und einmal abstimmen. Und ich versuche mal schon mal gleich die Antworten hier so ein bisschen auf den Monitor zu holen, dass wir uns das Ganze auch mal angucken können, wie Sie gerade so ein bisschen abstimmen. Und ja, ich kann das Ganze mal auch so ein bisschen hier in der Auswertung angucken. Also, oh, es ist cool zu sehen für mich auch. Tatsächlich, ja, ich kann es schon, also das finde ich schon ganz gut. Man sieht einfach schon, dass viele sich mittlerweile auch in der BIM-Methode mit dem Thema IFC auseinandersetzen. Und wir sehen schon, dass die meisten von Ihnen, was IFC betrifft, doch schon sehr sicher unterwegs sind. Also IFC ist schon in den meisten, bei den meisten mit angekommen. Und ja, die Frage ist, OpenBIM-Anforderung im Anwendungsfall Schlitz- und Durchbruchsplanung. Hier ist die Tendenz, ja, hier sehen wir eben halt, dass Sie die Anforderung haben, beziehungsweise Sie dürfen nativ arbeiten. Also ich finde es auch sehr ausgeglichen. Also gut, da bin ich schon mal ein bisschen beruhigt, dass viele auch nativ arbeiten dürfen. Nein, aber klar, IFC ist ein Punkt, den wir uns angucken müssen und deswegen mache ich das jetzt mit Ihnen auch. So, ja, wir gucken uns erstmal im ersten Schritt so ein bisschen die Neuerung an. Gerade Revit 2023, 2024, da ist doch einiges passiert. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mir Revit 24 installiert habe, ist, wo finde ich denn jetzt eigentlich meine ganzen Plugins? Weil ich dachte immer im Autodesk Access Center, da sind meine Plugins und das ist aber nicht so. Und deswegen will ich Ihnen einmal den Weg hier im Video vorspielen, damit Sie auch so, sich so ein bisschen besser zurechtfinden im 2024. Das Access Center ist dasselbe, allerdings werden hier nicht alle Plugins angezeigt. Dafür gehen Sie in Ihr Benutzerkonto rein und wenn Sie in dem Benutzerkonto sind, suchen Sie dann eben halt Ihr jeweiliges Autodesk-Produkt, was Sie haben. Hier in dem Fall ist es Revit. Und Sie gehen auf das Revit und jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Version zu wählen. Und bei der Version 24 unter den Erweiterungen finden Sie jetzt auch das aktuellste IFC-Plugin, was Sie sich dann hier runterladen können und dann dementsprechend auch installieren. Das IFC-Plugin für uns in Revit ist sehr wichtig. Bei der Installation ist die Standardinstallation mit installiert, aber während des Jahres gibt es Updates und Neuerungen. Und das ist dann eben halt auch in diesem IFC-Plugin alles mit verankert. Und ja, wichtig ist, wenn Sie in einem Projekt arbeiten, sollten alle Mitarbeiter im internen Unternehmen, also im Unternehmen intern, mindestens die gleiche Version haben, weil es ist schlimm, wenn der eine Kollege einen Export macht und er bekommt ein anderes Ergebnis als der andere Kollege. Und das führt dann oft eben halt zu unterschiedlichen IFC-Daten. Genau, das ist für mich so der erste Punkt, der immer wichtig ist. Wenn Sie es installiert haben, prüfen Sie das Plugin. Hier unten haben Sie, wenn Sie in den Export gehen, immer die Möglichkeit, die Versionierung zu prüfen. Und das würde ich Sie dann auch bitten, dass Sie das Ganze dann dementsprechend einmal prüfen. Tatsächlich, ich habe gestern festgestellt, ich habe mir die neueste Version runtergeladen und wollte dann zu IFC exportieren. Und die Typparameter werden nicht mit übertragen. Also ich werde das heute im Anschluss einmal auch an Autodesk melden. Vielleicht gibt es da ja noch eine andere Variante, wäre nicht so schön. Oder vielleicht ist da tatsächlich im Plugin Fehler, aber das würde ich im Anschluss nochmal auflösen. Genau, aber wichtig ist, wir gucken uns jetzt mal hier so ein bisschen die Neuerung an. Die meisten von Ihnen, wenn Sie Ihre Bauteile in Revit platziert haben, kennen das vielleicht noch früher, dass man mit Parametern arbeitet. IFC Export As und IFC Export Type, wo ich meine IFC-Klasse und meinen Typen reingelegt habe. Seit 2023 gibt es die Möglichkeit, dass wenn ich ein Bauteil selektiere, dass ich in den Eigenschaften, entweder in den Typeigenschaften oder in den Exemplareigenschaften, die Klasse
über ein Schema auswählen kann, die IFC-Klasse mit den jeweiligen Typen. Machen wir gleich auch noch ein Beispiel, aber das ist einfach, dass man hier auch einfach weiß, ich habe schon die Schemata IFC-Version 2x3 und IFC4 auch in Revit 23 und 24 mit hinterlegt. Genau, was noch interessant ist, wenn ich Bauteile platziere, ab der Version 23 ist es jetzt so, dass aus den IFC Export As und Export Type aus den Parametern gelesen wird und es wird automatisch der jeweilige Typ schon ausgewählt. Also Sie müssen die Bauteile nicht im Anschluss alle händisch neu auswählen. Es kann natürlich sein, dass Sie Modelle hochziehen aus einer unteren Version, also von 2022 auf 23 wechseln. Dann kann es sein, dass es vielleicht nicht immer funktioniert. Hier finden Sie bei unseren Dynamo-Skripten, das ist ein Skript von Autodesk, wo man dann aus den Parametern IFC Export As und Type das Ganze auch übernehmen kann. Und man muss nicht in jedes Bauteil klicken und dann die richtige Klasse zuweisen. Was immer noch wichtig ist, wir haben unterschiedliche Varianten, auf den Export anzuspringen. Wenn wir keine Klassen im Objekt zugewiesen haben, dann können wir immer noch mit dieser Standard-Mapping-Datei arbeiten. Die befindet sich immer bei uns, wenn wir zum IFC exportieren wollen, unter Datei exportieren, unter den Optionen, unter den IFC-Optionen. Und hier ist eine Mapping-Datei. Diese Mapping-Datei macht nichts anderes, dass es übersetzt. Das heißt, unser Programm Revit arbeitet mit Kategorien. Die sehen wir hier relativ gut alle in der Seite. Und diese Kategorien müssen zu den jeweiligen IFC-Klassen übersetzt werden. Wenn wir uns das jetzt mal angucken und sehen hier bei HLS Bauteile steht in der Standard-Mapping-Datei IFC Building Element Proxy. Das ist eigentlich nicht ganz optimal, weil wenn wir ehrlich sind und im Schema uns das anschauen, dann steht IFC Building Element Proxy eigentlich für architektonische Bauteile. Jetzt können Sie natürlich auch so pfiffig sein und sagen, okay, anstatt hier IFC Building Element Proxy reinzuschreiben, nehme ich gleich den Bereich IFC Distribution Element, der auch für die Haustechnik zugewiesen ist. Und das Ganze will ich kurz mit Ihnen einmal zusammen machen, weil ich finde es auch immer schöner, wenn man was mal im Revit gemacht hat. Und ich werde heute zwar auch viel auf Videos zugreifen, aber ich will einfach mal mit Ihnen zusammen uns einen ganz kleinen Export angucken. Und zwar, wir sehen hier unsere unterschiedlichen Bauteile. Wenn ich mir das Ganze eben halt jetzt mal angucke, ich selektiere hier meine Familie. Und wenn ich meine Familie selektiere, dann habe ich jetzt hier unten in den Eigenschaftsfenstern, relativ weit unten bei den IFC-Eigenschaften, die IFC-Parameter. So, hier sehen wir das zum Beispiel, dieses IFC exportieren als, das sind die Exemplareigenschaften. Wenn ich hier hinten raufgehe auf diese drei Punkte, komme ich in diese Schema-Version und hier kann ich natürlich das jeweilige Schema auch selektieren. IFC 2x3, dann sehe ich die Datenstruktur vom 2x3er. Im IFC 4 sehe ich dann auch die weiteren Klassen, die ergänzt werden wurden und verschoben wurden, jeweils, wenn es erforderlich war, von der 4er-Version. Aktuellere Versionen sind auch da. So, das heißt, jetzt könnte ich dementsprechend hier mir aussuchen, okay, als was möchte ich das Ganze raus exportieren? Das ist meine Klasse und ich könnte noch den Typ wählen. Das wäre die erste Instanz, die beim IFC-Export auch greifen würde. Wenn ich keine Information hinterlegt habe, dann greift die Mapping-Datei. Und das wollen wir uns einfach mal angucken. Ich bin jetzt mal so frech und mache mal jetzt einfach was Sie nicht machen. Ich platziere einfach mal jetzt ein Bauteil direkt in meinem Modell und mache mal jetzt eine Projektfamilie auf die Kategorie Allgemeines Modell. Und diese Kategorie allgemeines Modell, das wird jetzt mein Fundamentsockel. Und dann nehmen wir das vorne nochmal weg, dann sieht das auch schön aus. Und das Ganze werde ich jetzt einfach direkt jetzt mal hier im Modell erstellen. Und ich möchte das über eine Extrusion machen. Und wichtig ist, ich möchte nochmal die Arbeitsebene festlegen. Und dann möchte ich jetzt mal das Ganze auf das Kellergeschoss legen, hier. Okay, jetzt mache ich einfach mal eine Extrusion, so würden Sie natürlich nicht arbeiten, wie ich das jetzt hier gerade mache. Sie arbeiten natürlich mit richtigen Familien, aber ich will einfach nur mal darstellen, wie man es machen kann. Wenn wir uns das jetzt angucken, habe ich jetzt einen kleinen Sockel hinzugefügt. Ich gucke das mal im Schnitt an. Und ja, der ist natürlich jetzt ein bisschen hoch geworden, so hoch brauchen wir den Ganzen nicht. Ich mache den jetzt einfach mal ein bisschen kleiner. So, auf den Sockel will ich jetzt einfach mal einen Schaltschrank draufsetzen und da arbeite ich aber ein bisschen anders, da arbeite ich mit einer anderen Kategorie. Und das Gleiche mache ich jetzt auch wieder mit einer Projektfamilie und diesmal sage ich, okay, es ist aber ein HLS-Bauteil. So, und dann sage ich, hier haben wir vielleicht einen Schaltschrank drauf und okay. Und auch hier nehme ich wieder einfach eine Extrusion, weil ich ein bisschen faul bin. Auch hier könnte ich die Arbeitsebene festlegen und das Ganze geht bei mir hier auch aufs Kellergeschoss. Okay, ich könnte hier noch den Versatz machen, das machen wir aber gleich im Schnitt, da bin ich ein bisschen
schneller und fauler und dann habe ich das Ganze auch hier. So, dann habe ich jetzt quasi einfach, wenn ich jetzt hier in den Schnitt gehe, ganz primitiv oder plakativ, ist jetzt auch egal, einfach hier einen kleinen Sockel und einen kleinen Schaltschrank dargestellt. So, wenn ich das Ganze jetzt zu IFC raus exportiere, dann sehe ich hier HLS-Bauteil, ich habe keine Klasse gewählt. Ich greife auf die Kategorie zu. Bei dem Sockel möchte ich jetzt aber eine Klasse wählen und ich möchte einfach sagen, okay, beim Export sollst du schon auf ein Fundament gelegt werden und deswegen sage ich, okay, du bist das IFC-Footing und das ist ein Pad-Footing, das ist ein Einzelfundament. Wenn ich das Ganze jetzt zugewiesen habe, dann würden Sie auch exportieren zu IFC. Das mache ich jetzt einfach mal. Und ich benutze hier einfach das Standardschema. Und zwar das IFC-4-Schema. Das ist mittlerweile relativ weit und gut angekommen. Die meisten Programme können es im Import und im Export lesen und sind auch schon zertifiziert. Das sollten Sie natürlich immer vorher prüfen. Ich arbeite jetzt mit IFC-4 für die Gebäudetechnik. Und ich speichere das Ganze jetzt mal bei mir einfach auf dem Desktop. Da habe ich so ein Ordner, wo ich immer meinen ganzen Kram reinschmeiß. So, und das Ganze habe ich jetzt mal raus exportiert. So, wenn ich mir das Ganze jetzt mal im Viewer angucken möchte, dann gucken wir uns die Klassen auch mal an. Und einen Schritt zurück, dann hole ich mir das hier rüber. Und zwar... jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Hier ist es noch nicht angekommen. Doch, jetzt kommt es. Da ist es. Da. Das Modell wollen wir einfach öffnen. So, und jetzt finde ich es hier immer relativ gut. Man kann das Ganze auch so ein bisschen umstellen. Oh, jetzt öffnet er es zweimal, da habe ich ein bisschen zu schnell geklickt. Da war ich ein bisschen schnell. Ich stelle es mal auf die Typen um und hier kann ich jetzt relativ schnell sehen, okay, welche IFC-Klassen habe ich eigentlich auch in meinem Modell. Was für mich jetzt interessant ist, das Fundament hier, wenn ich mir das angucke und da ein bisschen hingehe, dann sehe ich, die Klasse des Fundamentes ist auch sauber übertragen worden. Aber wenn ich mir jetzt mal diesen Bereich Bauelemente Proxy anschaue, dann sehe ich jetzt hier auch, mein Schaltschrank liegt auf Bauelemente Proxy. Das ist ja gar nicht der Bereich für die Gebäudetechnik. Und in einer IFC aus der TGA sollten wir schon sicherstellen, dass die Gebäudetechnik gewählt wird. Wenn ich jetzt nicht jedes Bauteil händisch anreichern möchte, dann habe ich die Möglichkeit, das mit dieser Mapping-Datei zu machen. Und das ist das, was ich vorhin erklärt habe, dass Sie einfach dann hier in die Option reingehen und einfach sicherstellen bei den HLS-Bauteilen, da gehen wir jetzt leider hin, dass Sie hier dieses IFC-Distribution-Element definieren. Hier kann man leider nichts auswählen. Hier muss man tippen, hier muss man leider auch scrollen. Und man muss natürlich dann darauf achten, dass man keinen Schreibfehler macht, so wie ich. Element. Und dann klappt das Ganze auch. Ich mache es nur für die Oberkategorie. Die unteren sind mir jetzt erstmal egal. Ich erzeuge den Export erneut. Habe es auch auf die Shortcuts gespeichert. Können Sie auch machen. Und ich überschreibe das Ganze. So, jetzt habe ich einfach nur gesagt, dass die Kategorie zu einer anderen IFC-Klasse mit der Hauptmapping-Datei rausgeschrieben werden soll. So, und wenn ich mir das jetzt in meinem Viewer einmal anschaue, dann kann ich das Ganze jetzt wieder neu reinlegen. Und ja, ich möchte es auch gleich überschreiben, aber es dauert ein bisschen. Ja, du hattest noch einen Schreibfehler drin. Ich hoffe, das klappt. Oh nee, dann klappt es nicht. Dann ist es gut. Dann ist es der Vorführeffekt. Ich glaube, da war noch ein E zu viel hinten drin. Ja, das gucken wir uns gleich an. Und zwar sehen wir jetzt bei dem Bauelemente Proxy. Und zwar, ja, hier sehen wir es aber schon. Ne? Da ist noch der Schreibfehler drin. Dann wollen wir das mal korrigieren. Ja. Und zwar gehe ich hier nochmal in die Mapping-Datei. Unter die Option. Und ja, leider muss ich hier wieder scrollen bis HLS-Bauteile und Distribution Element. Genau, da, danke Annette. Darfst du es mir auch gleich sagen? Ja, ich war stumm geschaltet, ich war nicht schnell genug mit dem Mikro. Sorry. Nein, war mein Fehler, ist absolut okay. Ich exportiere das Ganze erneut und ich überschreibe das einmal. Aber genau geht darum ja auch geht zum Glück eben. Sehr schnell, genau. Genau, aber darum geht es eben halt einfach, dass man dann das Ganze dann auch einfach wirklich kontrollieren muss. Ne? Ich schließe mal jetzt hier zwei Viewer, wir brauchen nur einen und dann gucken wir uns das Ganze an. Jo. So. Und dann gucken wir uns die Struktur hier wieder an, der Objekte. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken und alles deaktivieren, Bauelemente Proxy, jetzt sehen wir, der Schaltschrank ist nicht mehr da. Das sieht relativ sauber aus. Wenn ich jetzt hier zu dem Distribution Element gehe, dann sehe ich ihn. Ich habe ihn auch in der sauberen, auf der sauberen Klasse. Er wird sauber im IFC-Modell auch dargestellt. Ne? Also das ist eben halt so ein bisschen was man so ein bisschen testen kann, sich angucken kann mit Bordmitteln, mit dieser Mapping-Datei. Wenn man die ein bisschen auch benutzt, dann hat man da auch schon viele Möglichkeiten.
Das war so ein bisschen was einfach nur zu dieser Mapping-Datei, dass Sie einfach sehen, welche Möglichkeiten Sie haben, das Ganze raus zu exportieren. Was ich jetzt in Revit 24 ganz interessant finde, viele Kunden fragen dann auch immer in der IFC-Schulung, wie ist es? Ich habe Verknüpfung, ein Architekturmodell oder ein anderes Modell und ich habe mein TGA-Modell. Und kann man beide Modelle zu einer IFC raus exportieren? Früher, also in der Version 23, geht es noch nicht. In der Version 24 ist was Neues hinzugekommen, und zwar dieser Bereich Linked Files. Da habe ich neue Exporteinstellungen. Die sind leider noch auf Englisch. Ich glaube, hier in der Übersetzung wurde das einfach vergessen. Hier gibt es zwei neue Exportvarianten. Und zwar einmal dieses Export in Same IFC Project und Export in Same IFC Site. Da will ich Ihnen einfach mal zeigen, was passiert. Und zwar, wenn ich ein IFC-Modell raus exportiere und ich habe eine Verknüpfung dahinter, zum Beispiel eine Architektur oder andere Verknüpfung, und ich wähle in den Einstellungen Export in Same Project, dann kann ich die Verknüpfung in meine IFC direkt mit rein exportieren. Ich sehe dann an der Stelle allerdings mehrere Grundstücke. Wenn ich das Ganze mit Export in Same IFC Site mache, habe ich die Möglichkeit, mehrere Gebäude in einer IFC mit darzustellen. Das ist in 24 relativ neu. Ich hatte es neulich gerade in der Schulung und ich meinte zum Kunden, nee, also die Struktur sieht nicht ganz sauber aus. Es stimmt nicht, es ist jetzt tatsächlich möglich. Das ist eben halt auch eine Änderung, die in 24 in Revit im Export zustande gekommen ist, dass wir auch Verknüpfungen in dieselbe IFC mit rein exportieren können. Ich glaube, wenn man einen großen Bauungsplan hat mit mehreren Häusern, kann das dann auch schon sehr hilfreich sein. Selbstverständlich muss man immer darauf achten, wenn ich TGA mache, erzeuge ich das TGA-Modell, weil ich dafür verantwortlich bin. Der Architekt würde das Architektur-IFC-Modell machen. Aber es kann manchmal in Bestandsbereichen relativ hilfreich sein. Genau. Und jetzt gucken wir uns den Anwendungsfall der Schlitz- und Durchbruchsplanung an, so ein bisschen diesen Eisberg. Und ja, viele Kunden sagen natürlich in Revit nativ, mit unserem Magic Openings Transfer klappt die Schlitz- und Durchbruchsplanung sehr gut. Viele Kunden fragen uns aber auch, was machen wir bei OpenBIM-Projekten? Und ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen Workaround für unsere Kunden haben. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen den Workflow zeigen, wie wir mit OpenBIM umgehen, gerade auch mit dem BCF. Ja, wir haben hier unterschiedliche Ansprechpartner. Ich werde das Ganze jetzt in Revit machen. Nativ als Gebäudetechniker und ich werde auch den Koordinator spielen. Also ich werde mehrere Rollen jetzt belegen, was man in einem Projekt eigentlich nicht machen sollte. Nein, manchmal ist es so. Aber ich werde das Ganze dann eben halt im OpenBIM-Bereich versuchen rüberzubringen und wir nutzen unterschiedliche Tools. Ich werde keine lizenzierte BIM-Collab-Version verwenden. Da benutzen wir eben halt für gewisse Zwecke Produkte aus unserem Portfolio der IEC Collection. Genau, aber für den Anwendungsfall der Schlitz- und Durchbruchsplanung ist es natürlich wichtig, der TGAler hier in diesem Workflow wird die Durchbrüche als Platzhalter vorgeben und diese Durchbrüche müssen dann eben halt hier an der Stelle mit dem Navisworks Manage in das BCF synchronisiert werden, damit die Planungsbeteiligten über das BCF, also über das BIM Collab, über die Cloud kommunizieren können. Und ja, das erfolgt immer wieder durch Synchronisieren. Den Architekten werde ich jetzt heute im BIM Collab Zoom ein bisschen versuchen wieder zu spiegeln, dass ich im BIM Collab Zoom mit dem jeweiligen BCF-Plugin dann auch die Freigaben durchführe. Ja, wichtig ist, dass der Workflow für alle Beteiligten definiert ist. Jeder muss wissen, wie funktioniert diese Arbeitsweise. Und wenn es einen Workflow gibt oder eine Prozesslandkarte, wie Sie ja in den meisten Projekten auch kennen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir es berücksichtigen. Es ist immer für alle Planungsbeteiligte hilfreich, wenn Sie das in den Dokumenten, in den Planungsdokumenten AIA oder BAP mit beifügen, damit jeder Beteiligte auch weiß, was er wie wann zu tun hat. Vielleicht machen Sie im Vorwege einen kleinen Workshop, wo man das Ganze dann auch zusammen durchspielt. Ja, ich übernehme jetzt als TGA die Koordination, kann natürlich auch der Architekt oder Tragwerksplaner sein. Es ist nur eine Routenoption. Sie können natürlich auch andere Wege gehen mit anderen Tools. Genau, für uns ist es aber wichtig, wir arbeiten hier gleich mit IFC und in Revit 23 gibt es eben halt auch noch eine Besonderheit und 24, dass beim Platzieren der Bauteile sofort eine GeoID erzeugt wird. In Revit 22 wird diese IFC-GeoID erst erzeugt, wenn ich den Export durchführe und das in den Optionen einstelle. Wir arbeiten natürlich mit den Durchbrüchen mit einem Provision for Void, das ist ein Platzhalter und dadurch lassen wir die Durchbrüche eben halt auch kennzeichnen. So. Und zwar fange ich im ersten Schritt an
meine Durchbrüche zu erzeugen in meinem TGA-Modell. Das Ganze habe ich ein bisschen zusammengefasst, damit wir das auch jetzt in dieser Zeit schaffen. Ich arbeite mit unterschiedlichen Ansichten, 3D-Ansichten, die Nervous Works-Ansicht und mit einer 3D-Ansicht für die TGA und für die Durchbrüche. Wenn ich die Durchbrüche zu IFC exportiere, benutze ich unseren Parametermanager, unseren IFC-Mapper und will definieren, welche Eigenschaften möchte ich auch mit in den IFC-Export übergeben. Gerade für die Durchbrüche brauche ich bestimmte Eigenschaften. Kann ich auch für alle Elemente übergreifend noch mit definieren, je nach Property-Set. So, wenn ich jetzt raus exportiere aus Revit, benutze ich auch diese Parameterschablone aus dem IFC-Mapper. Das stelle ich natürlich ein. Ich habe hier jetzt schon eine eigene Modell-View-Definition angelegt, weil das für mein Projekt mein Workflow ist. Ich greife auf nur die in der Ansicht sichtbaren Elemente und in den Eigenschaften sage ich, dass ich meine Parameterschablone verwenden möchte. Dementsprechend exportiere ich jetzt die Bauteile aus der jeweiligen Ansicht raus und natürlich sehe ich eben halt auch hier ist von vornherein dieser IFC-GeoID vorhanden. Bevor ich die IFC weiterleite, prüfe ich erstmal, haben die Bauteile auch die Informationen, die ich mit rausgeben muss, unter anderem den Status genehmigt, was ist dein Kurzzeichen und was ist vielleicht dein Gewerk. Viele Kunden brauchen die Umstellung der Transparenz. Die sind immer ein bisschen, die sagen, dass in der IFC die Modelle transparent sind oder die Bauteile, das stört sie. Das kann man natürlich auch umstellen. Wenn ich das in den Materialeigenschaften umstelle und die Transparenz rausnehme und neu zu IFC exportiere und mir das Ganze dann gleich wieder im Viewer angucke, dann sehe ich auch, dass ich diese Transparenz der Durchbrüche ausschalten kann. Bei manchen Viewern kann man es auf der Viewer-Seite machen. Ich habe es jetzt eben halt nochmal in den Exporteinstellungen gemacht. Das heißt, ich als TGAler habe ein IFC-Modell fertig mit Durchbrüchen als Platzhalter, habe meine Durchbrüche mit gewissen Eigenschaften versehen, die ich für den nächsten Schritt brauche. So, jetzt habe ich aber schon ein Architektur-IFC-Modell bekommen und das Ganze muss ich jetzt erstmal irgendwie koordinieren. Ich muss ja irgendwie anfangen, eine Freigabe zu eröffnen. Das Ganze möchte ich jetzt im Nervous Works Manage machen. Das heißt, ich werde mir die Architektur als IFC reinverlinken und arbeite mit dem nativen Revit-Modell der TGA. Selbstverständlich können Sie in anderen Programmen dann auch direkt mit der IFC arbeiten. Aber das ist eben halt den Workflow, den ich jetzt gewählt habe. Das heißt, wenn ich jetzt das Nervous Works Manage starte, dann im ersten Schritt hole ich mir einfach erstmal die Architektur, die ich auch als IFC-Modell habe und im Revit auch nutze, in mein Nervous Works rein. Und das füge ich einfach an. Das Gute ist, Nervous Works ist schon ein kleiner Allesfresser. Da kann ich die meisten Dateiformate auch einspielen. Das ist bei manchen anderen Programmen eben halt nicht gegeben. So, mein Revit-Modell aus der TGA möchte ich mir jetzt nativ hinzufügen. Das Ganze mache ich jetzt auch, indem ich das TGA-Modell nativ selektiere und mit hinzufüge. Und dann lade ich das Ganze dann auch dementsprechend eben halt bei uns mit rein. Jetzt habe ich das IFC-Modell und das TGA-Modell übereinander gelegt. So, jetzt ist für mich natürlich erstmal interessant, ich brauche alle Durchbrüche aus der TGA. Ich muss ja erstmal wissen, was sind die Platzhalter. Das kann ich mit der Elementsuche machen in Nervous Works, die kann ich speichern. Eine gespeicherte Elementsuche kann ich für mehrere Projekte benutzen und mir einfach rein importieren. Es greift immer auf Eigenschaften zu. So, diese Elementsuche mache ich auf die Gebäudetechnik, weil in der Gebäudetechnik sind die Platzhalter drin. Und jetzt habe ich alle Durchbrüche, die speichere ich in einer Suchgruppe, weil mein natives TGA-Modell, da kommen Durchbrüche mit hinzu, Durchbrüche werden gelöscht. Diese Suchgruppe sorgt dafür, dass es auch automatisch aktualisiert wird. So, wenn ich jetzt meine Durchbrüche mir mal selektiere und anzeige, kann ich die natürlich auch einfärben. Dafür nutze ich den Status, ob was genehmigt ist, ja oder nein. Und mit dem Appearance Profiler, auch hier lade ich einfach nur eine Schablone, wo ich auf Eigenschaften zugreife und sage, ist der Durchbruch genehmigt, ja, dann zeige ich mir grün an. Ist der Durchbruch genehmigt, nein, dann zeige ich mir rot an. So, und diese Schablone wende ich an und jetzt sehe ich relativ schnell auch als Koordinator, okay, die Durchbrüche sind alle noch gar nicht genehmigt. Deswegen habe ich eine kleine visuelle Kontrolle. Jetzt nutze ich das Clash Detective in Nervous Works Manage, weil ich muss ja jetzt erstmal die Freigaben irgendwie eröffnen. Und ich will das nicht für jedes Bauteil händisch einzeln machen. Ich benutze einfach einen Trick und mache eine Kollisionsprüfung in Nervous Works auf die Architektur zu meiner Suchgruppe, zu meinen Durchbrüchen. Und natürlich werde ich da auch einen Treffer finden. Überall, wo ein Durchbruch ist, ist ein architektonisches Bauteil. Deswegen habe ich an der Stelle einen Konflikt. Jetzt kann ich die Architektur nochmal Transparenz umschalten, damit ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser sehen kann. Da gibt es natürlich unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich finde es manchmal ein bisschen besser, wenn ich dann so eine Opazität habe. So, jetzt sehe ich hier in dem Modell,
alle Treffer, quasi Durchbruch zur Architektur. So, und diese ganzen Konflikte, die will ich jetzt nicht händisch einzeln übertragen. Das will ich jetzt mit dem BCF-Manager gesammelt machen. Dafür brauche ich das Plugin in Revit sowie in Navisworks. Das muss ich installieren. Und ich brauche ein Projekt, was in der Cloud bei BIM Collab angelegt ist, damit ich das Ganze, diese ganzen Konflikte da hochsynchronisieren kann. Jetzt sieht man das, jetzt mache ich das gesammelt. Ich gehe über meine Prüfung und mit gewissen Filtereinstellungen definiere ich, dass es hier um einen Freigabeprozess geht und nicht um ein Issue. Aber ich nutze das Issue, um diesen Konflikt daran zu heften, an diese GeoID. Darum geht es, an diese IFC-GeoID. So, und wenn ich diese ganzen einzelnen Konflikte gesammelt jetzt importiere, übertrage ich sie in dem ersten Schritt erstmal in den BCF-Manager. Es ist wichtig jetzt, dass das Ganze noch synchronisiert wird, damit das Ganze dann auch in der Cloud hochsynchronisiert wird, damit alle anderen Planungsbeteiligten das Ganze dann auch sehen. Hier überprüfe ich einmal in der Cloud, deswegen, das dauert leider manchmal ein bisschen länger, sind meine ganzen Freigabekonflikte oder Anfragen hochsynchronisiert. So, und in dem Schritt hat das jetzt geklappt. Die Freigaben sind hochsynchronisiert und ja, jetzt fängt der Architekt an. Und als Architekt habe ich mich jetzt fürs BIM Collab Zoom entschieden. Es ist eine kostenlose Version. Ich habe da keine Lizenz. Klar kann man vieles auch im BIM Collab Zoom selbst abwickeln, wenn man da auch eine Lizenz hat. Aber das ist nicht unser Produkt. Deswegen gehe ich da noch mal ganz kurz den Schritt zurück. So, genau. Und ja, ich habe mich hier, wir haben uns hier entschieden, wenn der Architekt was freigibt, arbeitet er mit Filtern. Wenn er was nicht freigeben möchte, Anpassung fordert, arbeitet er mit dem Filter rot. Im BIM Collab Zoom hole ich mir alle IFCs rein, also nur das Durchbruchsmodell, das TGA-Modell und das Architekturmodell. Das Ganze könnte der Architekt natürlich auch in seinem Programm mit dem jeweiligen BCF-Plugin machen. Ich habe aber kein Archicad. So, auch hier gibt es Smart Views. Das heißt, hier kann ich genau das Gleiche machen, was ich in Navisworks mache, Einfärbung auf Eigenschaften. Hier sage ich auch wieder freigegeben grün, nicht freigegeben rot. Und jetzt hole ich mir die Konflikte, die angefragten Durchbrüche aus der Cloud in das BIM Collab Zoom rein. Also ich synchronisiere sie mir quasi in meinen IFC Viewer in dem Fall runter. So, und jetzt, wenn ich auf einen Konflikt klicke, die wurden ja jetzt gesammelt im Set aus Navisworks hochgeladen, zoomt er in dem Moment auch auf den jeweiligen Durchbruch, weil die GeoID hier auch vorhanden ist. Das heißt, ich kann mir das relativ gut anschauen und ich kann jetzt eben halt entscheiden, okay, über das Kommentarfeld oder auch über die Fähnchen will ich den Durchbruch freigeben. Wir nutzen eine doppelte Freigabe, also ein Zwei-Ampeln-System, das sehen Sie später auch. Und über den Kommentar kann ich auch noch zusätzlich sagen, ich gebe ihn frei. Ich habe es mit gelben Fähnchen gekennzeichnet. Ich spule mal ein bisschen vor, damit das Ganze auch ein bisschen, das ist immer wieder der gleiche Prozess. Es sind händische Schritte, die ich durchführen muss zu der Stelle. Aber wenn ich natürlich feststelle, okay, ich möchte hier vielleicht auch eine Änderung kommunizieren, weil hier vielleicht vom TGAler selbst was vergessen wurde, dann kann ich das ja dementsprechend auch machen und den TGAler darauf hinweisen, Achtung, dein Durchbruch ist ja viel zu klein im Platzhalter. Der muss angepasst werden. Das Ganze mache ich dann auch wieder hier im Kommentarfeld über den Kommentar. Da kann man hier unten relativ gut erkennen hier, dass die Leitungen ergänzt werden müssen. Ich kann noch einen Schnappschuss draufsetzen und auch das Ganze wieder mit hinter dem Konflikt, hinter demselben Konflikt hinterlegen. So, jetzt die anderen weiteren, das sind jetzt noch zwei weitere, wo ich einfach die Freigabe reinnehme. Sie gehen ja selbst die Durchbrüche durch und die müssen auch Durchbruch für Durchbruch ja irgendwie kontrolliert und geprüft werden. Letztendlich ist es ja nicht so, dass das alles automatisiert passiert. Wir müssen ja noch ein bisschen gucken, sind die technischen Regeln dann auch an der Stelle angewendet, ne? So, das Ganze habe ich jetzt gemacht. Ich synchronisiere als Architekt meine Freigaben zurück, habe jetzt relativ schnell die Möglichkeit, das im Filter hier hinten auch zu sehen, okay, orange ist freigegeben, rot ist nicht freigegeben. Da kann ich schon eine kleine visuelle Kontrolle nutzen. So, wenn ich jetzt als TGAler in meinem Revit bin und ich weiß jetzt, okay, ich habe eine E-Mail bekommen, der Architekt hat Antworten gemeldet, dann gehe ich natürlich ins Revit rein und auch hier
habe ich die Möglichkeit, mit dem BCF-Manager zu arbeiten. Auch hier muss ich es einmal das Plugin installieren und dementsprechend kann ich jetzt die Issues, die Rückmeldung mir in mein Projekt synchronisieren. Und was jetzt an der Stelle ganz gut ist natürlich auch, wenn ich einen Doppelklick auf die Issues mache, ich kann Filter nutzen, ich kann erstmal nur die orangenen oder gelbenen Fähnchen mir angucken lassen, das sind alle, die freigegeben sind, und dann mir nur die roten anzeigen, wo ich weiß, da ist noch eine Änderung erforderlich. Das ist alles so ein bisschen BIM-Collab-Seite, aber es ist einfach wichtig, dass wenn ich jetzt raufklicke, dass ich die Geo-ID habe und auch im Modell, im Revit-Modell, direkt zu meinem Durchbruch geführt werde. Also er selektiert ihn über die Geo-ID auch an und ich habe ihn in der Auswahl und ich finde ihn in meinem Modell relativ schnell wieder, ne? So, jetzt sehe ich, es ist ein gelbes Fähnchen. Das heißt, ich habe die Freigabe vom Architekten oder Tragwerksplaner erhalten. Jetzt kann ich bei mir in den Durchbruch gehen und den Haken von allen genehmigt aktivieren, dass mein Durchbruch genehmigt ist. Und ich könnte den Kommentar rein theoretisch noch übernehmen. Das kann für mich manchmal eine Kontrollinstanz sein oder einfach nur eine Bemerkung, dass wann ich die Freigabe übernommen habe, ne? Kann man machen, muss man nicht machen. Ich finde es immer gut. Ich bin immer so ein bisschen doppelt unterwegs, weil ich einfach da die Sicherheit brauche, dass der Prozess eingehalten ist. Und jetzt arbeite ich mit einem zweiten Filter. Und zwar nehme ich noch das grüne Fähnchen dazu. Das ist dieses Zwei-Ampeln-System, was ich verankere. Dass, wenn gelb und grün ist, dass die Freigabe auch übernommen wurde in den Durchbruch. Das ist immer relativ wichtig. Ich kriege eine Freigabe, aber ich muss sie auch übernehmen. Und durch diese doppelte Kennzeichnung, am liebsten hätte ich zwei grüne Fähnchen. Das bietet das Tool jetzt so nicht, aber das habe ich dann eben halt so entschieden. Hier sehe ich den Durchbruch, da hat der Architekt mich darauf hingewiesen, oh lieber TGAler, du hast leider doch was vergessen. Und zwar sehe ich dann so, ach ja Mist, das war so ein bisschen im Eifer des Gefechtes. Ich habe hier meine zwei Leitungen links vergessen. Die kann ich natürlich dementsprechend hier jetzt auch noch wieder mit hinzuholen. Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich den Konflikt selektiere, wo die Geo-ID hinterlegt ist. Und wenn ich dann auf das Objekt zoome, dann kann ich hier auch dementsprechend meine Durchbrüche oder meine Leitung jetzt ergänzen. Ne? Das Ganze will ich jetzt machen, dass ich hier die Rohre mit in den Durchbruch, oh, hier bin ich ein bisschen weggesprungen, mit in den Durchbruch reinhole, damit der Durchbruch dann auch die richtige Größe hat. Wichtig ist, der ist nicht freigegeben, bekommt kein Freigabevermerk und solange er rot ist oder noch kein Fähnchen hat, weiß ich eben halt, dass da noch der Freigabeprozess offen ist. Das Ganze synchronisiere ich wieder zurück und zwar wieder in die Cloud und habe dann eben halt auch diese ganzen Anmerkungen übertragen. Wenn ich jetzt noch Öffnungen ergänzen muss, klar kann das in dem Zuge auch noch passieren, dass vielleicht noch ein Durchbruch mit hinzugefügt werden muss, weil ich jetzt hier vielleicht bei der Brandschutzklappe einen Durchbruch vergessen habe, dann kann ich diesen Durchbruch auch dementsprechend mit ergänzen. Und auch hier ist natürlich wichtig, neuer Durchbruch hat auch gar keine Freigabe, also hat gar nicht den Haken aktiviert. Und ich mache wieder einen neuen IFC-Export für meinen nächsten Data-Drop oder für den nächsten Austausch und achte natürlich dementsprechend auch drauf, dass ich die Eigenschaftsschablone beim Export verwende und die nur die Durchbrüche. So, wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, habe ich jetzt auch die Freigaben vom Architekten übernommen. Und dann ist es jetzt wichtig, wieder als Koordinator, es sind Freigaben durchgeführt worden. Das Ganze kann ich mir jetzt hier im Nevis Works natürlich auch aktualisieren. Das zeige ich dann jetzt an der Stelle einmal, wenn ich jetzt ins Nevis Works wechsle, dass ich meine Modelle selektiere. Der Name ist identisch. Ich aktualisiere sie einfach, weil es neue Stände gibt. Und jetzt kann ich mir das Ganze dann auch dementsprechend einmal einfärben. Welche Durchbrüche sind denn eigentlich jetzt überhaupt freigegeben? Die Eigenschaft hat sich ja verändert. Im Export habe ich die neue Eigenschaft mit übertragen und ich kann jetzt mir mal nur die Durchbrüche angucken und ich sehe, okay, durch den Haken, einige Durchbrüche sind freigegeben, einige nicht. So, für die nächste Suche sind jetzt die Durchbrüche relevant, die nicht freigegeben sind. Das heißt, ich mache eine neue Suche und suche nicht alle Aussparungen im Modell, sondern nur die Durchbrüche, die nicht freigegeben sind und speichere das hier auch als Suchgruppe, weil auch diese Durchbrüche ohne Freigabe müssen in das BIM Collab ja wieder synchronisiert werden, aktualisiert werden und als neue Anfrage mit aufgenommen werden. Da gibt es ja noch keine Geo-ID. Und das ist quasi eigentlich nur eine kleine Hilfe, die ich da nutze. Dementsprechend kann man die Suchgruppe aktualisieren, aber
dann auf die Aussparung ohne Freigabe. Und jetzt sehe ich, da sind die zwei neuen hinzugefügt worden, beziehungsweise der eine ist neu hinzugefügt worden, der andere ist gelöst. Und im nächsten Schritt synchronisiere ich sie mir einfach wieder mit hoch. Das Ganze dauert leider immer natürlich ein bisschen länger als jetzt in so einem kurzen Screenshot. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich das, dass man weiß, was im Hintergrund passiert. Und jetzt kommt das große Achtung. Und ich als Norddeutsche sage jetzt auch mal Buddha bei der Fische. Nein, das ist jetzt wirklich so. Es gibt einfach auch viele Nachteile, weil, wenn wir ehrlich sind, wenn ich als Anwender bei der Übernahme einen Fehler mache und vielleicht den Haken einfach setze, kann das ja auch schon zum Problem führen. Und natürlich, ich kann schnell den Überblick verlieren. Ich hatte gestern einen Termin mit einem Kunden aus Luxemburg und ja, tatsächlich, bei 900 Durchbrüchen ist es echt schwierig, gebe ich recht. Und ich wollte das gestern dem Kunden zeigen und auch da beim Zeigen live sind viele Dinge, die funktionierten einfach nicht, was natürlich dann auch nicht schön ist. Deswegen muss man sich da auch eben überlegen, wie ich, mit welchem System ich arbeite. Es ist sehr zeitaufwendig. Ich bin Fan von dem nativen Workflow von dem Magic Openings Transfer. Ich versuche dann natürlich eben halt auch immer die Kunden doch schon so ein bisschen hinzustoßen, aber wir können es nicht in allen Projekten. Wir brauchen gewisse Kontrollen, ein gewisser Automatismus ist hier an der Stelle bei uns nicht gegeben zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, aber es ist eben halt einfach so, dass da eben halt der Anwender doch sehr wichtig ist. Und ja, die Frage ist immer, was ist mit Änderungen? Wie gehen wir mit Änderungen um? Was ist mit Durchbrüchen, die schon freigegeben worden sind, wo sich die Position doch noch ändert? Da will ich gleich vielleicht noch was Kleines zeigen. Und zwar, Sie können natürlich auch, wenn Sie im Revit arbeiten, unser Magic Openings Transfer dazwischen schalten, damit man einfach auch eine visuelle Kontrolle hat und den Überblick behält, welche Durchbrüche wurden überhaupt freigegeben. Und ich will das hier auch mal zeigen, wie das Ganze dann an der Stelle noch funktionieren würde. Und zwar heißt es natürlich als Tipp, immer wenn ich IFC liefern muss, dann liefere ich einen Stand. Das heißt, bevor ich das IFC-Modell raus exportiere, erzeuge ich einmal eine Datenbank über unsere Magic Openings Transfer und ich sorge dafür, dass die Durchbrüche, die ich in diese Datenbank oder geschrieben habe und auch für die IFC raus exportiere, pinne. Das heißt, wenn ich was pinne, kann ich es nicht verschieben. Dann übernehme ich die Freigaben über den Toggle von allen genehmigt. In unserem Openings Transferverlauf haben wir die Möglichkeit, diese Hakensetzung uns visuell auch als Änderung anzeigen zu lassen, unter anderem auch die genehmigten nur. Das heißt nicht unbedingt die geometrische Änderung. Das ist einfach nochmal eine visuelle Filterung, die man nutzen kann an der Stelle. Und wenn ich das Ganze dann raus exportiere, dann habe ich natürlich wieder den gleichen Schritt wie vorhin. Ich aktualisiere meinen Test, führe den Test wieder durch auf die nicht freigegebenen, weil zum jetzigen Zeitpunkt sind immer die nicht freigegebenen Durchbrüche ja auch die relevanten. Entweder wurde er geändert oder er ist einfach nicht kommunikativ freigegeben worden, weil der Durchbruch da nicht sein darf. Das ist ein bisschen die Schritte. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Ich habe so ein bisschen die Spitze gezeigt von dem Eisberg. Ich wollte nur darauf eingehen, dass es möglich ist, auch im IFC-Bereich mit BCF zu arbeiten, in den ganzen AEC-Produkten oder eben halt auch in der Autodesk-Umgebung. Klar, Sie müssen hier nicht mit dem Navisworks arbeiten. Es gibt andere Programme, die auch Kollisionsprüfung machen. Aber ich muss es einfach mal ein bisschen gezeigt haben, weil viele immer fragen, wie könnte man es machen? Und ja, das ist dann der Workflow. Ich weiß, dass es da super viele Wege gibt und das wird jetzt auch gleich eine ganz interessante Diskussion bestimmt, wenn ich die eine oder andere Frage beantworte. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man einfach weiß, dass es diese Plugins auch gibt. Ja, genau. Ich dazu bin jetzt durch. Ja, genau. Wir haben hier, danke Geli, super, unheimlich viel Input. Ich weiß. Ja, aber... Ja, ist ja, ich denke mal, auch die Kunden verstehen da viel mehr von, also unsere Zuhörer hier, unsere Teilnehmer viel mehr von als ich. Ich bin immer wieder total geflasht und beeindruckt. Es ist total toll. Ja, und so wird es den ganzen Tag über auch weitergehen. Sie sehen, wir haben hier heute noch ein buntes Programm. Im nächsten Vortrag geht es dann in die Visualisierung, Echtzeitvisualisierung mit Twinmotion. Und ja, melden Sie sich gerne noch an. Wir haben hier freundlicherweise im Link, danke Michael, so schön, wenn so viele Kollegen im Hintergrund mitarbeiten, auch nochmal einen Gesamtlink. Und grundsätzlich gilt ansonsten auch für jeden Vortrag, wo Sie angemeldet sind, auch das ist jederzeit noch möglich.
Erhalten Sie auch im Anschluss die Aufzeichnung, falls doch mal irgendwie noch ein Termin dazwischen kommt. Mir geht es selber auch so, ich muss in einer Dreiviertelstunde schon wieder in dem nächsten Termin sein. So, aber eine Frage haben wir noch, Geli. Nochmal vielen Dank an die Kundin oder Partnerin, die mich darauf hingewiesen hat, dass es falsch geschrieben ist. Ja, das waren genau. Zu viele Kanäle, aber auch vielen Dank an Sie. Es ist klasse, dass Sie aufmerksam waren. Ich, aus Datenschutzgründen, glaube ich, nenne ich hier lieber keine Namen. Ne? Aber genau. Klar, sag mal. Super. Hier ist noch eine Frage gewesen, die interessant war, ob die Rohrgrößen auch in der IFC in den Eigenschaften sichtbar sind. Naja, Sie können in der IFC ja selbst bestimmen über den Mapper, welche Eigenschaft Sie rausschreiben möchten. Ne? Wir haben ja die Rohrgrößen, also wenn Sie mit unseren Bauteilen arbeiten, wir arbeiten ja dann entweder hier mit dem, ich glaube bei uns ist es hier meistens breite Höhe, das ist ja die Information der Rohrgröße, die hinterlegt ist, oder der Durchmesser. Und wenn Sie dann sagen hier im IFC-Mapper, dass Sie dementsprechend die Eigenschaft auch mit rausschreiben möchten für Ihr Bauteil, dann können Sie das Ganze ja auch dann beim Export mit berücksichtigen. Darum geht es ja. Sie sagen ja beim IFC-Export, welche Eigenschaft will ich mit rausgeben? Man soll ja nicht alle Revit-Eigenschaften in die IFC mit rausgeben, weil die IFC-Modelle zu groß werden. Und das hängt immer mit dem Datentyp, von dem Datentyp ab. Das finde ich immer wichtig. Immer wenn man auf einen gemeinsam genutzten Parameter oder auf einen Parameter geht, dann sehe ich auch, was für ein Datentyp es ist. Zum Beispiel hier ist es ein Längeparameter. Oder rein theoretisch, wenn ich hier gucke, bei Kommentaren ist es ein Textparameter. Und das muss ich eben halt dann im IFC-Mapper hinterlegen. Oder ich arbeite mit Label. Da kann ich übergreifend dann die unterschiedlichen Datentypen rausschreiben. Und wenn ich die Schablone angelegt habe, dann immer beim Export. IFC ist kein Knopfdruck. Ich habe selbst gedacht, IFC ist immer ein Knopfdruck. Ich habe immer nur einfach die Modell View Definition verwendet. Nein, es gibt einfach unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann Bauteile nach Ebenen teilen, gerade auch Rohre. Das ist ein großes Thema. Da muss ich gucken, wie sorge ich dafür, dass die Rohre auf der richtigen Ebene sind. Und ich kann nur Bauteile in der Ansicht rausschreiben. Ich habe gewisse Eigenschaften. Basismengen, das sind die Base Quantities. Bei der Architektur will ich immer darauf zugreifen. Das sind einfach unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich machen kann. Und hier der benutzerdefinierte Eigenschaftssatz. Das ist das, was wir in der benutzerdefinierten in Custom P-Set hinterlegen. Wir können aber auch mit einer Parameterzuordnung arbeiten, dass wir uns in das Schema oder vom Schema auf die Standard-P-Sets bedienen und unsere Eigenschaften mit den Werten in die Standard-P-Sets mappen. Das sind die Wege, die wir haben. Und dann kann ich alle Eigenschaften, die in Revit hinterlegt sind, alle setze ich jetzt noch mal in Tüdelchen, es gibt Ausnahmen, aber übertragen in die IFC. Ja. Ich hoffe, das war die Antwort, so ein bisschen Rohrgrößen. Ich sehe, dass viele fragen, ob es aufgezeichnet wird. Ich gucke nochmal so ein bisschen durch. Genau, die letzten beiden sind gerade noch interessant. Wie erfolgt die Freigabe durch die Tragwerksplanung? Und zwar, wie erfolgt die Freigabe durch die Tragwerksplanung? Genau. Letztendlich ist es eben halt, es kommt immer auf die Projektkonstellation an. Wir haben unterschiedliche Konstellationen. Entweder haben wir einen Architekten oder einen Tragwerksplaner. Letztendlich muss man eben halt gucken, wie arbeiten diejenigen zusammen und wer ist letztendlich verantwortlich für die Freigabe. Eigentlich ist es der Tragwerksplaner, weil er statisch ja auch relevant prüft, darf da überhaupt eine Öffnung im Bauteil sein. Und da muss es nicht zwangsläufig der Architekt machen. Das könnte an der Stelle auch der Tragwerksplaner machen. Man könnte auch dann, das ist leider das, was das WCF-Plugin nicht wieder bietet. Ich hätte ganz gerne eigentlich ein Drei-Ampel-System, dass jeder Beteiligte dieses Fähnchen platziert. Grün für Architektur, grün für TGA, grün für Tragwerk. Das wäre eine gute Möglichkeit. Deswegen, ich habe mir diese wir haben diese Farbfilterung mit dieser Doppelampel mit Grün und Gelb gemacht, damit wir wissen, okay, beide haben die Freigabe, der eine hat es freigegeben, der andere hat es übernommen. In dem Fall müsste der Tragwerksplaner jetzt mit dem Architekten das kommunizieren, wer letztendlich für die Freigabe erforderlich ist. Ich finde es an der Stelle auch unheimlich schwierig, aber ich hätte am liebsten an der Stelle auch gerne dieses Drei-Fähnchen-System, das ich relativ schnell sehe, ist von allen freigegeben. Und das ist dann an der Stelle eine Abstimmungssache im Vorwege. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Entweder Sie arbeiten mit Schlagwörtern in den Kommentaren. Das kann man auch machen und dann muss geprüft werden auf Kommentare. Haben alle drei den Kommentar Freigabe drin? Dann lasse ich das erst einfiltern, also einfärben und benutze nicht nur den CRX von allen freigegeben, sondern benutze die Kombination aus drei Regeln. Also das geht viel um dieses regelbasierte Prüfen. Ne? Aber ich weiß, dass das vielleicht jetzt nicht so die erhoffte Antwort für Sie ist. Und zwar vor allem, wenn Tragwerksplanung nur mit DWG arbeitet. Ja, dann wird es schwer, ne?
Dann ist aber für den Tragwerksplaner der IFC-Viewer, also dieses BIM-Collab, doch eigentlich schon eine ganz gute Möglichkeit. Dann könnten Sie ja auch dann in dem BIM-Collab-Zoom sich die IFC-Modelle angucken und die Freigabe kommunizieren. Allerdings mit DWG und modellbasiert, das ist immer so ein bisschen die Frage, 3D-DWG oder 2D-DWG, also das finde ich dann auch immer. Es geht ja darum, wir wollen ja mit diesem 3D-Modell arbeiten, weil wir im Vorwege ja auch Prüfungen machen wollen und auch die Koordination machen wollen. Und wenn ein Planungsbeteiligter noch mit 2D arbeitet, ist es dann nicht immer sehr optimal, aber es ist nie optimal. Es gibt kein perfektes Projekt, das wissen wir alle, ne? Ja, genau. Ich denke mal, ich muss hier leider gerade mal kurz eingreifen. Wir haben es jetzt 10 vor 10. Genau. Vielen, vielen Dank an alle, die hier auch noch die Fragen haben. Wir haben die Fragen hier natürlich auch gesichert und werden da direkt auf Sie nochmal zukommen, um natürlich alle Fragen zu beantworten. Ich bitte da um Verständnis. Wir haben jetzt hier ein kleines Zeitproblem. In 9 Minuten beginnt der nächste Vortrag. Wir müssen mal den Kanal hier freigeben. Besuchen Sie gerne auch nochmal unsere Website, melden Sie sich gern entweder bei Ihren üblichen Ansprechpartnern oder stellen Sie auch über die Website oder telefonisch zentral oder per E-Mail an info@, wenn Sie nicht genau wissen, an wen Sie sich wenden wollen, Ihre Fragen. Schauen Sie nochmal in unseren Seminarkalender. Wir bieten auch Seminare an zum Thema IFC, auch zu Navisworks und. Da ist jederzeit möglich, sich entsprechend weiterzubilden. Okay, haben wir noch eine Abschlussfolie oder? Ich habe die hier bei mir drin. Ja, genau. Seminare haben wir hier schon. Genau. Wunderbar. Es gibt gleich im Nachgang auch noch eine Umfrage per E-Mail. Nehmen Sie da gerne dran teil. Dann helfen Sie uns damit, unsere Qualität auch weiterhin unter Kontrolle zu halten. Und es ist immer schön, wenn wir auch in gegenseitigem Kontakt mit unseren Kunden stehen und sehen, dass wir gehört werden. Wir wollten auch nur zeigen, tatsächlich, wir sind nativ unterwegs. Wir wollten einfach nur zeigen, es ist möglich. Und klar gibt es so viele Wege da eben halt hin. Aber das ist einfach, die Kunden fragen und wissen nicht weiter, was sollen sie machen. Ich wollte es einfach nur beispielsweise zeigen, dass es die Möglichkeiten gibt. Dass es nicht schön ist, ist klar. Also ich habe da auch meine eigene Meinung, aber ich will das eben halt nur zeigen, was es gibt für Möglichkeiten gibt, ne? Eben, vielen, vielen Dank. Das ist auch sehr wichtig, weil auch Sie, selbst wenn Sie mit Revit arbeiten, haben ja auch nicht immer Einfluss darauf, in welchem Projekt Sie jetzt mitspielen, beziehungsweise mit welcher Software die anderen Beteiligten arbeiten. Und da müssen Sie eben auch einfach so unterwegs sein, dass Sie flexibel bleiben können. Okay, vielen Dank. Wir beenden diesen Vortrag hier. Und wir freuen uns schon drauf, wenn Sie an den weiteren Vorträgen teilnehmen. In dieser Konstellation, Frau Schulti und ich, sind um 15 Uhr wieder da mit dem Parameter-Tool. Ansonsten viel Spaß mit den Kollegen. Und Sven, du schaltest dann hier aus. Danke. Ciao. Ciao.